Ich fand die Überleitung, das war genau das richtige Stichwort, dieser Minimalismus, wie kann ich mit möglichst wenig Aufwand möglichst schnell eine vernünftige Dokumentation erstellen. Ich habe vor etwa 10 Jahren angefangen, Wikis zu benutzen, einmal für mich selber zur Dokumentation. Da war für mich auch immer das Prinzip, alles, was, wo ich das Gefühl habe, ich muss das nochmal irgendwie verwenden oder ich muss da nochmal drauf zurückgreifen, das schreibe ich irgendwie ins Wiki. Dann weiß ich wenigstens, wo ich suchen muss, wenn ich es dann später mal wiederfinden möchte. Ja, ich fange einfach mal an. Das Beispiel ist bei einem unserer jüngsten Projekte, aus einem unserer jüngsten Projekte entstanden. Da sind wir hatten bei dem Projekt JavaScript, ein eigenes JavaScript-Modul oder eine eigene JavaScript-Funktion eingesetzt, die ganz wunderbar die Usability verbessert hat auf einem Eingabeformular für den Benutzer. Und leider ist dann aber das Problem aufgetaucht, dass die JavaScript-Funktion nicht mehr da war, wenn die Seite neu geladen wurde. Und das passiert immer dann, wenn zum Beispiel, wenn der Benutzer vergessen hatte, eins der vielen Pflichtfelder auszufüllen. Dann warf Drupal ihm eine ganz tolle Warnung aus. Achtung, Sie haben das Pflichtfeld so und so nicht ausgefüllt. Und die JavaScript-Funktion, die wir brauchten, um dem User überhaupt bequem zeigen zu können, was er ausfüllen sollte, war auf einmal nicht mehr da. So, wie würde man das jetzt dokumentieren? Das ist eine ganz leere Wiki-Seite. Ich mache mal das, was schon da war, ist weg. Der erste Schritt wäre, dass wir haben natürlich geguckt im Quellcode, welche Funktion ist davon betroffen, woran könnte das liegen. Dann könnte man eigentlich, das erste wäre, dass man einfach den Quellcode oder die Funktion, an der es wahrscheinlich liegt, nimmt und sie ins Wiki packt. So, das sieht natürlich überhaupt noch nicht hübsch aus. Der Quellcode ist irgendwie schon so ein bisschen vorformatiert gewesen, das Wiki macht irgendwas anderes daraus, ne? Also man sieht, einige Sachen sind so ein bisschen eingerückt und so richtig dargestellt. Das vergessen wir jetzt erstmal, oder wir können vielleicht das eine gleich korrigieren. MediaWiki ist so eingestellt, wenn man Zeilen mit einem Leerschritt beginnt. Dann werden sie schon mal so dargestellt. Also das, wie man das in Drupal oder anderen Systemen kennt, dass es als Codeblock dargestellt wird, der, nicht, der so ausgegeben wird, wenn man noch eingeben muss. So, damit haben wir schon mal die Funktion gefunden, an der es vermutlich liegt. Das ist mein Pointer. Wo drücke ich drauf? Das ist alle. Das ist wahrscheinlich diese Funktion, Drupal.js. Das ist die Standardfunktion, mit der man mit Drupal JavaScript zu einer Seite oder zu einem Formular hinzufügt. Ja, jetzt heißt es auf die Suche gehen, was könnte die Ursache sein. Ich habe, was jetzt kommt, das ist das, was man so und so machen muss, wenn ich dieses Problem löse. Ich muss eigentlich, ich gebe das in Google ein, ich gucke in den entsprechenden Foren. Das hat erstmal nichts mit der Dokumentation zu tun, aber in dem Moment, wo ich merke, ich bin jetzt eine Stunde dabei oder eine halbe Stunde, eine Stunde, um überhaupt das Problem zu lösen und die Lösung zu finden. Je länger das dauert, desto mehr lohnt es sich natürlich auch, das zu dokumentieren, weil entweder ich selber irgendwann nochmal auf dasselbe Problem stoße und es dann gerne irgendwo dokumentiert habe, wo ich schneller auf die Lösung wieder zugreifen kann. Oder einer meiner Kollegen, was auch wahrscheinlich ist, den ähnlichen Fall hat und ich ihn dann einfach auf die entsprechende Dokumentation verweisen kann. Zeigen. Also das ist so ungefähr die Suchhistorie gewesen, mit der ich mich durchgehangelt habe. So, wenn man zum Beispiel bei Google oder bei Bing die entsprechenden Begriffe eingibt, Drupal, JavaScript und irgendwas hat es mit der Reload-Funktion zu tun, kriegt man eine ganze Menge Fundstellen. Einige sehen ganz vielversprechend aus. Wird man gleich pauschal auf die Drupal-Gruppe zu JavaScript verwiesen. Einiges
paar falsche Pferden dabei gehabt. Gibt es hier die Funktion, was mache ich? Und das klingt eigentlich so wie der Fall, den wir auch selber hatten. Wenn die Seite neu geladen ist, ist aber mein JavaScript verschwunden. Da verweist dann einer, der ist dann auch ganz toll bewertet. Man soll sich auf jeden Fall erstmal die ganze JavaScript in Drupal-Dokumentation durchlesen. Und dann soll man auf jeden Fall gucken, alles, was mit Drupal Behaviors zu tun hat, das habe ich dann auch gemacht. Nachdem ich 10 Seiten durch hatte, habe ich festgestellt, da stand nicht das drin, was ich eigentlich gebraucht hätte. Lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann bin ich dann auf ein Drupal-Modul gestoßen, was es noch für die Vorgängerversion gab, für Drupal 6. Und da stand dann der entscheidende Hinweis, für Drupal 7 ist es nicht mehr erforderlich, weil es da eine sogenannte Attached Option gibt, mit der man das Ganze lösen kann. Leider ist diese Attached Option irgendwie auf Drupal.org nicht vernünftig dokumentiert, also auch der Hinweis auf die Original. Eigentlich ist ja die API von Drupal ziemlich gut dokumentiert, also diese entsprechende JavaScript-Funktion ist ein Beispiel in allen möglichen dort zu finden, aber leider ist der Hinweis auf diese Attached Option da nicht zu finden, selbst wenn man sie, wenn man weiß, wonach man suchen muss. Das ist übrigens eine Sache, die ich mal vergessen habe, warum man so einen Use Case macht, wenn man auf der gar nicht weiß, welche Methode man verwenden soll. Also wusste es ja gar nicht, dass das Ding getestet ist. Nee. Ist jetzt noch was ganz anderes gesucht. So. Nachdem ich, also mit dem Hinweis kann man dann auch entsprechend die Suchmaschinen füttern. Und dann bin ich auf den Blogbeitrag gestoßen, wo genau beschrieben ist, dass es eben in einigen Fällen mit Drupal.js nicht klappt, dass man stattdessen Attached benutzen soll. Hier ist beschrieben, wie die Syntax aussieht. Und dann gleich noch der wichtige Hinweis noch, dass auch die Settings-Einstellungen etwas anders von der Syntax her sind als mit der bekannten Drupal.js-Funktion. So, das ist auch eine Sache, die würde ich gleich in meinem Team übernehmen. Der Link auf diesen Blogbeitrag. Ich knalle ihn da einfach das mal so rein, wie es ist. Speichere die Seite. Das Wiki ist immerhin schon mal so schlau, macht einen echten Link da draus. So, dann haben wir die alte Funktion. Dann habe ich mich rangesetzt und anhand dieser Anleitung neue Funktion geschrieben. Die würde ich jetzt auch ins Wiki übernehmen. Das sieht auch noch ein bisschen kaputt aus. Muss man die richtigen Leerzeichen an der richtigen Stelle einfügen. So, im Prinzip ist das natürlich jetzt schon das Grundlos ist schon da. Ich habe die alte Funktion, ich habe die neue Funktion, wie sie jetzt aussehen soll. Ich habe auch schon den Link, wo es herkommt. Jetzt wäre es natürlich schöner, wenn das Ganze noch ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen mit Überschriften versieht, dass es auch verständlich ist, was da steht. Also für mich als persönlich wird es erstmal vielleicht reichen als Information. Die wichtigsten Sachen sind da. Aber wenn ich das jetzt meinem Kollegen zeige, dann weiß er nicht, was soll er machen. Das ist jetzt die. Gilt nur die obere Funktion und die untere. Wo kommt dieser komische Link her? Wie finde ich das Ganze im Wiki? Da würde ich zum Beispiel anfangen, erstmal einen Abschnitt machen, der das Problem beschreibt.
Ganzen. Was immer ganz gut ist in so einem Wiki, oder ein Wiki an sich hat von Haus aus eigentlich keine Struktur, sondern alle Seiten haben, es gibt keine Hierarchie der Seiten. Die Struktur entsteht eigentlich erst dadurch, indem ich Seiten untereinander verlinke oder indem ich Seiten bestimmten Kategorien zuweise. Und das ist eine ganz, bietet sich hier auch an. Könnte ich zum Beispiel eine Kategorie. Ja, bei der Kategorisierung. Dafür gibt es also in MediaWiki gibt's die Möglichkeit, dass du auch so ein Redirect machen kannst. Also gerade mit dem Fehler ganz einfach. Wenn du sagst, wenn du eine kanonische Schreibweise hast, JavaScript mit einem großen S in der Mitte, dann machst du einfach die ganzen Tippfehler, die leiten dann automatisch immer auf die richtige Seite. Oder du fängst das an, wenn du das vorgibst. Ja, also wenn du mit Semantik wie in MediaWiki arbeitest, dann kannst du das vorgeben. Also diese Metadaten vordefinieren, dann kann der nur bestehende Begriff auswählen. Dann kannst du das ist wie Taxonomie. Genau, Taxonomie. Genau, würdest du dann machen. So, dann kann man noch so ein paar Kleinigkeiten gucken, überschreiten. Gibt es jetzt, im Moment haben wir den Code-Beispiel einfach nur so relativ nackt und in schwarz-weiß angezeigt. Es gibt auch die Möglichkeit, ein Syntax-Highlighting zu machen. Das wird dann also in dem Fall durch entsprechende Zusatzmodule, Erweiterung realisiert. Farbig hervorgehoben und markiert, das ist jetzt für PHP-Code. Man kann sogar noch. Ich mache das mal für. Nee, ich mache es mal nur für oben, dann kann man es auch machen. Den Unterschied besser sehen: Es gibt die Möglichkeit, bestimmte Zeilen in diesem Code jetzt hervorzuheben. Wenn ich jetzt auf die Funktion aufmerksam machen möchte, auf die es jetzt besonders ankommt. Start gibt, das ist die Zeilennummerierung, die sich auf den original Quellcode bezieht, also wenn ich jetzt irgendwas mit dem rausgeschnitten habe, das war auf jeden Fall Zeile 100 anfängt. Kann ich das so anbieten. Dann ist nämlich auch so ein Codeschnitzel direkt zuzuordnen, zum Beispiel dem Modul, aus dem ich das genommen habe. Jetzt mal hier vorne, wenn die Zahlen durchnummeriert haben, beherrschen muss. Das war meine Frage. Nicht mit Buttons irgendwie markieren und Button. Ja, sag du was. Ich habe auch eine Antwort. Das kriegen wir später. Ja. Also es ist sozusagen, also es ist immer so, so eine Gratwanderung. Also mir persönlich, wenn man sich die Syntax, wenn man sich da ein bisschen eingearbeitet hat,
vorgegebene Struktur habe, dann muss ich gleich gucken, wo muss ich das jetzt rein kopieren, ne? Oder was muss ich jetzt für Parameter gleich festlegen. Also, so kann ich einfach die Dokumentation, wie sie peu à peu aufbauen. Es kann auch, es ist ja ein Wiki, da kann theoretisch jeder mitschreiben, es können auch irgendwelche Kollegen, die sagen, oh Mensch, das ist mir hier zu schwarz-weiß, ich mache das jetzt einfach mal bunt oder so. Daran weiterarbeiten. Ich habe zum Beispiel auch die Arbeit mit MediaWiki quasi so gelernt, dass ich Dokumentation für ein anderes, für ein Software-System, für Moodle, ein E-Learning-System. Ich wollte eigentlich die Dokumentation lesen, aber die war einfach, die war so lang und die war so unübersichtlich, diese Codebeispiele, dass ich erstmal angefangen habe, die mir ein bisschen runterzuholen, damit ich sie lesen kann. Sei es eine Zwischenüberschrift einfügen, sei es dieses Syntax-Highlighting aktivieren und ja, es ist so ein Kreislauf. Man lernt natürlich auch durchs Dokumentieren, lernt man natürlich auch durchs Programmieren. Wie wird es auch Drupal-Gruppen gemacht? Nutzen Sie etwas Ähnliches? Drupal ist Drupal. Also die setzen nur Drupal ein. Aber ist das ähnlich von dem Prinzip, wie das gemacht wird? Ja. Prinzip auch, also es gibt die, ich weiß nicht, es gibt auf Drupal.org sind es glaube ich normale Drupal-Seiten, also wenn du die Berechtigung hast, kannst du die auch bearbeiten. Und es gibt gerade auch in den Drupal.org User Groups, gibt es ganz häufig auch echte Wiki-Seiten, die man bearbeitet. Nutzt das auch so ein ähnliches Syntax oder ist das nur HTML? Das ist eine ähnliche Syntax. Also auch diese Syntax-Highlighting, diese Vichy-Library, die wird auch von Drupal eingesetzt. Also ich weiß noch nicht, wie die Syntax genau ist. Also wir haben, Ralf, du weißt es, auf unserer Seite haben wir auch Markdown, nee, auch für Code haben wir auch Codefilter, ja, gibt es auch. Genau, ja, das ist ein Modul-Angesammeln. Also wenn du in einem Projekt arbeitest, das ist mit diesem Beispiel, wann würdest du es einfach für dich dokumentieren und wann würdest du es auch gefunden dokumentieren? Das ist eine gute Frage. Also ich hatte es in dem Projekt selber auch noch nicht dokumentiert, sondern hatte das eigentlich mal so vorgenommen. Ich hatte immer nur die Bookmarks, wo ich das mal gefunden habe. Ich habe festgestellt, obwohl ich die Bookmarks eigentlich relativ sauber, wie ich das abgelegt hatte, habe ich gestern oder habe ich heute ziemlich lange suchen müssen, um tatsächlich auch wirklich dieses Code-Beispiel zu finden, was ich da damals hatte. Ja. Und das wäre eine Sache, die sicher auch irgendwo auf Drupal.org dann dokumentiert sein sollte. Das wäre am besten, es gibt, das ist hier die. Das läuft hier mal auf dem Firmenserver. Das läuft jetzt auf dem Server. Ja. Quasi wie eine Drupal-Seite. Genau, das ist die Basis des MediaWiki, das was auch die Wikipedia antreibt. Das ist auch PHP-basiert, MySQL, also im Prinzip ähnlich wie. Das kriegt man auch so als Freeware oder das ist Open Source? Open Source. Also das ist jetzt die Original. API-Dokumentation auf Drupal.org und für diese Originalfunktion ist es tatsächlich so, dass das Wort Attach auf der ersten Seite nicht vorkommt. Ne? Also da wäre es sicher sinnvoll, das ist eigentlich auch, seht ihr, ne? Das ist auch mit dem Syntax-Highlighting da gemacht, da gibt es die Möglichkeit, Kommentare zu fügen, da wäre es sicher. Das wäre der erste Schritt, ne? Dass man jetzt auf der Seite wirklich jetzt einen Kommentar hinterlassen. Also es gibt eben Fälle, wo die Funktion nicht angebracht ist. Da müsste man das und das und die ist aber noch nicht dokumentiert. Könnte man auch erstmal einfach einen Link auf diesen Blogpost machen. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wo der perfekte Punkt wäre, dass es dokumentieren jetzt direkt. Aber dafür ist es natürlich gut, wenn es eine Kommentarfunktion gibt. Also dann wird schon jemand, der es weiß, einen sicher darauf hinweisen, wo man dann mit solchen Vorschlägen bleiben kann. Wie ist es mit der Übersetzung von Dokumentation bei Drupal? Gibt es, gibt es. Das heißt, also es
es hat auch Drupal Center mal Anläufe gegeben, Sachen zu übersetzen. Aber das Problem ist, dass das natürlich immer, das hinkt natürlich völlig hinterher. Das ist Sisyphus. Ja, das ist bei dem Umfang an Dokumentation ist das eine Wahnsinn. Die größten Kosten in dem Redaktionsgeschäft sind die Übersetzungskosten. Sehr viel mehr als die Redaktionskosten mehrfach. Was ich dir nochmal zeigen würde, weil ja die Frage auch aufkam vorhin, wenn ich das nur toll dokumentiert habe, wie finde ich das dann wieder? Also so ein Media-Wiki hat automatisch dann auch eine eingebaute Suchfunktion, eine Volltextsuche. Das heißt, wenn ich jetzt ja, man kann Bilder hochladen und einbinden. Ist in der Standard-Media wirklich so ein bisschen kompliziert. Du musst es erst hochladen, kannst dann einbinden. Da gibt es aber auch, also Semantic Media Wiki bietet die Möglichkeit, das direkt einzuladen. Es gibt auch noch ein paar andere Zusatzmodule, mit denen das ein bisschen einfacher geht. Ist aber machbar. Wenn du darauf klickst, also aktiviert es tatsächlich das Ursprung des Anwendung oder? Siehst du das als Bild? Du siehst das Bild, sieht das Bild, meine, also die Pixelgrafik. Ja. Wenn du das bearbeiten willst, musst du es runterladen, bearbeiten und wieder hochladen. Ja. Was du machen kannst, es gibt zum Beispiel so Extensions, die UML-Diagramme dich zeichnen lassen. Graphis zum Beispiel gibt es, damit kannst du UML-Diagramme direkt zeichnen im Wiki. Das gibt es auch. Ne? Super. Ja. Das ist aber die Open Source dann, oder? Graphis ist, glaube ich, frei, aber die also. UML-Diagramme werden auf dem Server gespeichert, der nicht bei dir liegt. Deswegen setzen wir es nicht ein, weil wir das nicht irgendwo hin tun wollen, in die Cloud. Dann wird einfach auch ein Backup regelmäßig gemacht, damit das nicht weg ist. Wo war? Ja, auf die Linux, das ist auch eine Datenbank. Das ist eine Datenbank. Also auf Datenbank-Ebene macht man ein ganz normales Datenbank-Backup. Was das Tolle ist, vorhin fiel ja auch das Stichwort Versionierung. Also hier alle Wiki, also das Wiki vergisst nichts, sondern es notiert penibel jede Bearbeitung. Ja, man kann alles rückgängig machen und man kann vergleichen, wer wann was an welcher Stelle gemacht hat. Aber das ja. Ist das, ich stelle die Frage, ist das. Ist das eigentlich besser, dass es auf YouTube auch ist? Also ein echtes, ich finde ein echtes Wiki einfacher als jetzt so ein Drupal-System. Das könnte man ja mit Drupal einfach nachbauen. Ja. Gibt es schon als Drupal-Wiki. Aber die haben wir von einer Firma. Ja. Kostenpflichtig. Ja, natürlich. Das ist ja, aber die haben irgendwie 25 Module dazu implementiert, da steckt doch viel Arbeit drin. Ja. Aber es gibt es schon. Also es gibt auch ein paar Open Source Wiki Module für Drupal, aber die sind nach meiner Erfahrung nicht so leistungsfähig, weil wie das, also was das Media Wiki von Haus aus mitbringt. Ist die Suche so besonders gut bei Media Wiki? Also ich finde es ja ausreichend. Ja. Also ist eben, es ist eine Volltextsuche. Also im normalen Media Wiki ist es auch eine Volltextsuche, weil du den gesamten Text, also du kriegst jetzt nicht irgendwie Texte gewichtet, wo das Wort eben nur im Titel dran vorkommt oder kannst nach bestimmten Abschnitten oder so gewichtet zu machen. Aber Richtung? Nur Text? Nee, nur Text. Also es ist eigentlich im Prinzip eine Webseite. Wenn ich jetzt irgendwie Dokumente hochlade, dann da sind eigentlich die Grenzen von dem Wiki dabei. Na, du kannst, du kannst auch andere Leute durchsuchen, ne? Aber ich glaube, du musst eine Suchmaschine mit ansehen, das geht schon. Kann man, gibt es so Lichts, also dass man die Version vergleichen kann? Ja, das. Im Standard, wie sie vergleicht, immer die beiden letzten Versionen, wir können ja mal eine mehr machen.
moderieren. Oder? Ja, ein Wikigärtner. Ja, Mist mitmachen. Ein Wikigärtner. Ja, Wikigärtner. Der sät Ideen, jätet Unkraut und erntet Wissen. Das ist ein schönes Bild. Das sind dann solche dummen, verrückten Ideen. Ja. Soll ich nochmal kurz die semantische Suche zeigen, damit es so. Ja, das wäre toll. Soll ich dich einmal abziehen? Dann zeige ich nochmal ganz kurz meine Literaturempfehlung. Teilweise auch schon ein bisschen älter, aber also als Grundlage, das ist das Neueste. MediaWiki ist auch das erste Buch, wo ausführlich über Semantik MediaWiki was drinsteht. Das ist eigentlich ein wunderbares Handbuch zum Nachschlagen, aber auch zum Lernen, sehr gut strukturiert. Da steht auch noch ein bisschen, da sind so ein paar technische Aspekte drin, zum Beispiel die MediaWiki API, ausführlicher beschrieben als in den anderen Büchern. Und Wiki Patterns ist weniger so ein technisches Buch, sondern da geht es mehr darum, solche Wiki-Verhaltens- und Benutzungsmuster. Also da werden solche Typen dann beschrieben, wie der Wiki-Gärtner, Wiki-Trolle, Muster, die für so ein Wiki gut sind, ne? Oder Sachen, die schlecht sind. Also wenn der Chef meint, er muss, bevor jemand was im Wiki schreibt oder so, erst noch dreimal drauf gucken oder so, dann kriegt man so ein Wiki nicht zum Laufen. Ja, so das ganz kleine Einblick, wie man hoffentlich relativ schnell was in so einem Wiki zu. Ich zeige euch mal ganz kurz ein semantisches Media-Wiki, weil wir sowas ja machen. Das ist jetzt auf. Das ist jetzt für Dokumentationszwecke zugeschnitten. Semantisches MediaWiki bietet die Möglichkeit, zu den Artikeln Metadaten hinzuzufügen. Also dass du hast ja einen normalen MediaWiki, die Artikel alle flach und du hast die Kategorien und das war's. Das ist das, womit du deine Strukturen aufbauen kannst. Semantische MediaWiki gibt die Möglichkeit, zusätzlich Begriffe dazu zu tun. Und dadurch kannst du halt sehr genau, das nennt sich Semantic Drilldown, Kategorien miteinander verbinden oder Tags miteinander verbinden, um deine Suchergebnisse immer weiter einzugrenzen. Das sind also Eigenschaften der Seiten. Ich kann also hier zum Beispiel nach Technical Writing suchen und sagen, ich möchte dazu noch den zweiten Tag haben und schon habe ich nur zwei Ergebnisse. Kann ich hier oben wieder wegnehmen. Ich kann das Ganze auch oder verknüpfen. Ne? Forms oder Technical Writing. Und dann habe ich hier immerhin noch 6 Ergebnisse. Das Schöne am Semantic Media Wiki ist, dass man, es gibt auch sowas, das nennt sich Semantic Forms. Das haben wir zum Beispiel benutzt, weil du sagtest, diese Freiheit ist schön, man fängt mit einem weißen Blatt an, das finden wir nicht immer so gut. Wir finden es ganz gut, wenn man die Leute wenigstens ein bisschen leitet, dass man sagt, so eine Anleitung muss halt sowas haben, die Voraussetzungen, so gehst du vor und Ergebnisse. Bei dir wäre es schön, wenn immer so eine Referenz, so eine Hyperlink-Liste unten wäre und Problemlösung, das wäre ja auch so eine Struktur, die man einhalten würde. Ne? Das kannst du erzwingen, indem du Formulare hast. Und dann sagst du nicht mehr hier Edit, sondern es gibt 2 Edit-Links und das ist dann Edit with Form. Und dann hat man hier ein Formular. Also da kann ich auch die Überschrift gar nicht mehr ändern. Hier kann ich nur noch die Voraussetzung einfüllen und ich kann diese Metadaten halt auch vorgeben. Ne? Das ist das, was ich vorhin sagte. Du kannst dich bei den Kategorien nicht mehr verschreiben. Ne? Das wären deine Kategorien, die sind halt fest. Und nur der Wikigärtner würde die Kategorien anlegen und pflegen. Und was wir auch gemacht haben, ist über diese
Metadaten auch so einen Workflow zu realisieren. Hier hängt ein Status dran. Sobald ich den Status ändere, mal gucken, ob das jetzt hier, ja genau. Das ist jetzt auf Draft, ne? Und schon habe ich ein Wasserzeichen drauf. Ne? Das heißt, die Leser wissen, dieser Artikel ist noch nicht freigegeben, ist mit Vorsicht zu genießen. Und diese Metadaten zum Arbeitsstatus kann man zum Beispiel benutzen, um so eine To-Do-Listen zu erzeugen. Also ihr als Entwickler würdet dann sagen, okay, was habe ich denn zu tun? Wo ist dann meine Arbeit? Und dann steht hier das SME, Subject Matter Expert, das sind die Topics, die ihr Korrektur lesen sollt, zum Beispiel. Das wäre meine Liste. Das sind eure To-Dos. Das kann man mit diesen semantischen Daten halt auch machen. Du kannst also Sachen verschlagworten, du kannst einen Workflow abbilden. Und was wir hier noch gemacht haben, ist, du kannst auch eine Hierarchie reinbringen. Ganz, was ich persönlich für ein Handbuch sehr schön finde, also ich finde es gut, wenn Topics miteinander verknüpft sind, aber wenn ich zu einem Thema was lesen will und das dann aufsplitten will, dann finde ich eine Hierarchie gut. Und das haben wir hier auch gemacht. Das sind, ist eine Hierarchie, die wird erzeugt durch eine Extension auf Grundlage der Metadaten. Und dann kann ich hier auch ganz normal mich durchklicken, ne? Und kann sagen, nächstes Thema. Und habe dann hier oben auch so eine Breadcrumb Navigation zum Beispiel, die mir genau sagt, wo in der Hierarchie ich bin. Das sind alles Sachen, die das semantische Media Wiki möglich macht. Das wollte ich nur mal zeigen. So, wo ist das eigentlich? Ist es auf deiner Webseite? Oder? Das ist jetzt ein Showcase, den wir einfach programmiert haben. Das ist aus einem Projekt entstanden. Und das war ein Dokumentationsprojekt und wir benutzen das jetzt, die Technologie zum Beispiel, um unser eigenes Wiki zu machen. Wir haben eine eigene Knowledge Base, weil wir Dienstleister sind und Wissen ganz wichtig ist. Da schreiben wir unser eigenes Wissen, schreiben wir so auf mit eigenen Kategorien und ganz vielen semantischen Daten, damit wir das leichter wiederfinden. Also das ist, den Showcase zeige ich bei Bedarf und bei Vorträgen, aber das ist jetzt nicht öffentlich, da ist auch viel Entwicklungsarbeit drin.